Und mit den Formalitäten hat sich eben auch das Geschehen in der Manege geändert. Popov probt eine Umweltnummer. Dass er dabei ein T-Shirt trägt, auf dem das Emblem eines Benzinmagnaten prangt, ist ein komischer Zufall. Naturverliebt sitzt Popov unter einem Baum. Er hat ihn selbst gebastelt. Ein zweiter Clown kommt mit einer Kiste, die Ungutes verheißt. Chemiekombinat steht da in kyrillischen Buchstaben zu lesen. Das ist deutlich. Es lärmt und stinkt. Der Baum klappt zusammen. Die Natur kollabiert. Da muss selbst einem Popov das Lachen vergehen. Und der über Jahrzehnte eingepflanzte Glaube an die Segnungen des industriellen Fortschritts. Er versteht die Welt nicht mehr. Traurig sinnierend irrt er umher. Doch dann, wir schreiben das zweite Jahr nach Tschernobyl, wacht er auf und wehrt sich, macht sogar vor Gewaltanwendung keinen Halt. Der Staatsclown übt sich in zivilem Ungehorsam. Der Traum tausender von Bürgerinitiativen, der Sieg der ökologischen Vernunft über die kapitalen Interessen der Umweltzerstörer. In Popovs Zirkus wird dieser Traum einen Moment lang Wirklichkeit. Die Manege als tristes Niemandsland. Doch die Nummer ist noch nicht zu Ende. Happy End. Die Bäume grünen und eine Taube fliegt. Popovs grünes Märchen ist ergreifend einfach, plakativ und wirkungsvoll. Der Sowjetunion berühmteste Artist ermuntert zum Widerstand. Wenn das kein Signal ist... Eine solche Kritik am industriellen Fortschritt in der Sowjetunion vor der Perestroika spielbar gewesen? Ich denke nicht, dass das Thema Umweltzerstörung bei uns jemals wirklich verboten war. Man überging es ganz einfach durch Stillschweigen. Jetzt aber gibt es eine öffentliche Diskussion, auch in den Medien. Die Vorwürfe werden lauter. Und Sie haben gesehen, auch ich habe nachgedacht. Bei einem Thema von solcher Brisanz muss auch ein Clown das Seine tun. Ich betrachte das als meine Pflicht. Was wären wir ohne Natur? Sie hat uns erschaffen. Wir müssen sie schützen. Eigentlich ist das ganz einfach. Es ist mir aufgefallen, dass Ihre Nummern böser geworden sind. Ist Ihnen der Spaß am Lachen vergangen manchmal?
Ich glaube, es ist nur natürlich, wenn sich ein Mensch auch in seinem Künstlertum verändert. Es gab Zeiten, da waren meine Reprisen auf Gags, Effekte und Tricks abgestellt. Das reicht mir heute nicht mehr. Ich möchte auch ein wenig philosophieren in der Manege. Was nun die Aggressivität betrifft, die Sie bemerken, vielleicht ist das wirklich so. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich sollte das mal an einem Bildschirm überprüfen. Sie sind ein Clown, der kann böse sein, der kann lachen, aber er weint nie. Warum? Da fällt mir ein Sprichwort ein. Wenn der Clown lacht, dann lacht die ganze Welt. Wenn er aber weint, dann ist er allein. Allein aber ist er nicht gerne, sagt er und macht sich davon. Pfeift ein Lied und improvisiert für unseren Kameramann eine Nummer. So schön, so wunderbar kitschig. Und medienwirksam. Vermutlich ist er tatsächlich der beste Clown der Welt. Nach einer Woche jedenfalls sind wir seinem charismatischen Zauber rettungslos verfallen. Das große Finale. Popov bedankt sich, besingt noch einmal das Lächeln, ohne dass nicht nur der Zirkus ärmer wäre. Und dann lässt er sich feiern. Zu Recht. Oleg Popov, so scheint es, hat einen neuen Staatszirkus erfunden. Einen Zirkus, der nicht mehr propagandistische Stärke demonstrieren muss, sondern sich leisten kann, verspielt und bescheiden daherzukommen. Gänse statt Löwen, Rollbrettfahrer statt Kosmonauten und ein Clown, der zwar keine Gewichte mehr stemmen kann, aber einen Chemiegiganten zur Strecke bringt. Perestroika in der Manege. Doch dann naht der ersehnte Augenblick. Nach 13 Stunden Arbeit mit Proben, Interviews und Vorstellungen legt der Clown sein Erkennungszeichen, die schwarz-weiß karierte Schiebermütze, beiseite. Er schminkt sich ab und wischt es aus, das Spaßmachergesicht. Eine letzte, allerletzte Verwandlung. Ein Abschied für heute. Freuen wir uns auf Popovs Wiederkehr.